Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist am Montag, der 29. März. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir sehen direkt beim Daily Pivot ist die Big Number. Die werden wir platzieren. Daily Pivot Big Number. Und fangen hier rechts einmal an zu schauen, was für Blue Boxen gab es am Freitag. Spätabends diese 20er, 19er, 16er, also gab es einiges, 18,5er und eine 41er. So, wir haben heute Morgen, das sehen wir hier sehr schön, ein Gap, eine Kurslücke, Freitag ja nochmal angezogen bei 4850. Ja, mal schauen, ob wir das heute direkt schließen. Bei den Vola-Boxen bin ich jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart gegangen. Wir sehen hier zur Hedge-Auflösung am Freitag nach oben raus, da rausgelaufen und hier unten rausgelaufen. Also hier gab es schöne Trades, die man traden konnte. Aktuell haben wir eine Trading Range von 39 Punkte. Das heißt, die Volatilität bei 39 Punkte. Und das ist für jetzt die Vorbörse an Bewegung schon mal eine gute Bewegung. Lassen Sie uns einmal auf die letzte Woche schauen, einmal den Dow Jones auf Monatsbasis, Wochenbasis sieht die Kerze hier sehr bullisch aus, auf Monatsbasis, wow, eine wirklich coole Monatskerze. Das im Dow Jones, kommen wir direkt in Gold. Der Tageschart im Gold sieht sehr flach aus. Wochenchartmäßig sehen wir auch, sind die letzten 3 Wochen sehr unentschieden und auf Monatsbasis für den Monat März eher Short als Long im Gold. Nächster Markt ist Öl. Dort gab es erstmal einen Abverkauf und jetzt mit dem Suezkanal, mit der Geschichte, ist der Ölpreis wieder noch ein bisschen nach oben gekommen. Auf Tagesbasis sind wir aber immer noch short. Auf Wochenbasis sind wir die letzten 3 Wochen eher in Erholungsmodus und auf Monatsbasis schließt die Monatskette, wenn alles so bleibt, tiefer als der Eröffnungskurs dieses Monats und das spricht eher für eine leichte Umkehr. Gehen wir weiter. Technologiebörse einmal. Technologiebörse sehen wir hier den Tageschart, auch hier unentschieden. Auf Wochenbasis auch unentschieden die Kerzen. Ja, das sind die letzten 4 Wochen. Und auf Monatsbasis sehen wir, wie soll anders sein, wenn es auf Wochenbasis auch unentschieden ist, die Monatskerze in den Technologiemärkten ist auch unentschieden. So, dann gehen wir eine Etage tiefer. Gehen einmal in den Dow Jones. Dow Jones Strong. Monatsbasis, Wochenbasis strong und Tagesbasis auch. Also die Werte laufen sehr, sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zum Bitcoin. Bitcoin auf Tagesbasis gab es ein Short-Signal, ist nicht in den Gewinn gelaufen, knapp zumindest. Ja, unser Take-Profit wäre hier, wer Bitcoin getradet hätte, hier hat einmal dran getradet. Auf Wochenbasis sehen wir letzte Woche. Eine Umkehr spricht also eher für Short und auf Monatsbasis ja. Der Monat März auch hier sehr, sehr bullisch in Bitcoin. So, fehlt nur noch der Good Old German DAX. So. Wir sehen im DAX auf Wochenbasis letzte Woche, wow, sehr bullisch. Monatsbasis ist die Kerze auch sehr bullisch. Auf Daily Basis sehen wir unseren Zickzack-Indikator hier auch sehr, sehr bullisch. Für heute Morgen sehen wir hier, ab 5 Minuten sind wir unterhalb des, na, oberhalb jetzt aktuell des gleitenden Durchschnitts. Wir sehen, dass die Kurslücke hier Vorlage, Tagesstrategie Pro.
Wochenbasis und Monatsbasis hier. Gut, jetzt haben wir einen kleinen Überblick auf die Märkte und konzentrieren uns jetzt auf unsere ersten Box Trades. Uhr, Gewinnziel liegt bei 81. Die Vola Box sehen wir auch hier auf der linken Seite, wird jetzt auch aktiviert. 83,55. Da wird auch angeschaltet. Erster Trade Short in der Blue Box. Sieht's aus bei Christopher? Warten noch auf die Öffnung. Also 14,794 war der Öffnungskurs. Jetzt muss ich entscheiden, ob ihr die obere oder untere Box haben möchtet. Excel, ich bin im zweiten Trade. Das bedeutet hier auf angepasst. Gehen auf hier oben auf die 42. Wenn er hoch möchte, das Gap liegt bei 42. Also spekulieren auf das Gap Close, wenn er oben möchte. Ansonsten gibt es die dritte Möglichkeit. Das wäre dann Short. Kein Ton wahrscheinlich jetzt hier, weil ich mein Mikrofon nach oben gelegt habe. Also wir sind im zweiten Trade, gestrichelte Linie und versuchen in Richtung Gap Close diesen Trade laufen zu lassen. 13 aktuell. Man nur bis zum zweiten Ziel muss. Das Regelwerk sagt einfach nur, dass man die erste Box erst dann startet, wenn man vom Öffnungskurs mal diese 15 Punkte wegläuft. Weil wenn er sich dann erstmal um den Öffnungskurs aufschaukelt und man noch nicht draußen gewesen ist, damit dann nicht eine Aufstockung stattfindet. Aber das passiert tatsächlich sehr oft, dass man auch mit der unteren Box dann long kommt. Und dann muss man natürlich nur bis zum zweiten Gewinnziel. Da wären wir jetzt fast draußen. Wir sind im zweiten Trade aktuell. Gap noch nicht offiziell geschlossen. Gucken, ob wir nochmal die 40er-Marke touchieren und dann steigen wir erstmal aus für den ersten Trade. Jetzt kommt er wieder ein bisschen runter. Christoph ist auch long und in der anderen Box ist er flat. Wir Genau hatten die jetzt. Möglichkeit rauszugehen oben im dritten Trade mit 0,2, 0,3, glaube ich, war. Das lag der Trade schon im Gewinn. Wir haben auf das sogenannte Gap spekuliert, hier oben. Jetzt kann man sagen, dass vielleicht nicht genau geupdatet worden ist oder nicht genau die Darstellung im Broker, wie auch immer. Also zumindest sind wir jetzt wieder in Richtung Süden im dritten Trade und auch hier gehen wir auf angepasst. Und die Zielmarke ist dann auch hier Richtung 50. Davor haben wir noch die Vola Box bei 83 zu 68 aktuell. Gucken, ob Christoph gefüllt ist mit der anderen Box. Genau, unsere Box ist aktiviert. Jetzt haben wir die Situation, die vorhin angesprochen wurde, dass wenn man jetzt nach unten von der unteren Box nach oben laufen würde, dass man nicht so weit laufen muss. Aber wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Aber die obere Box ist jetzt mit diesem abweichenden Ziel versehen worden. Das sieht man jetzt daran, dass das Ziel auch sehr nah dran ist. Die ist jetzt im zweiten, die möchte man ja schnell wieder loswerden. Und könnte jetzt versuchen, auch die untere hier ein bisschen ins Laufen zu kriegen, denn wenn es denn schnell geht, aber eigentlich geht sie immer in der Linie raus. So, wir sind raus. Jetzt geht's. Die Oberbox wird dann wieder eingestellt. Und die untere ist jetzt unsere Box, die die Strecke machen soll. Entweder jetzt nach oben, dann würden wir Richtung aktuelles Tageshoch ins Ziel kommen. Oder nach unten geht es eben in den zweiten Trade. Unten wartet ja noch euer MTX-TP, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, wir laufen jetzt in Richtung gestrichelte Linie und auf dem linken Bildschirm ist die Vola Box. Links ist die Vola Box. Jetzt schauen wir mal, ob die Vola Box vielleicht der erste Trade ist, der heute in den Gewinn läuft.
79 aktuell. Der dritte Trade an der Big Number. So, jetzt ist unser Trade in den Gewinn. Wir sehen jetzt 0,00. Muss noch ein bisschen weiter fallen. 0,01. Mal kurz rüber zu Christoph. Wo ist dein Gewinnziel für die? Mein Gewinnziel liegt bei 14,57. Also auch gar nicht so weit weg. Untere Box im zweiten Trade. Muss halt einmal durch die Vola-Box jetzt durch fallen sozusagen. Oberbox ist draußen. Genau, wir sind im dritten. Den Chart mal ein bisschen größer hier. Das Tief heute lag bei 49, also unter der 50er Marke. 73 jetzt, also durchaus auch möglich. Also brauchen wir das vorbörsige Tief. Vola-Box links ist auch aktiviert. Die müssten wir dann jetzt gleich auch managen. Unser MTX-Trade. Da sehen wir hier die Short-rote Kerze auf 5 Minuten. So, wir sind long in der Vola-Box. Long in der Vola-Box. Ich gehe auch mal auf den Minuten-Chart. Dann sieht man das ein wenig besser. Dann würde ich auch sagen, jetzt bei 63, der Eröffnungstrade geht somit jetzt raus. Das war unser Eröffnungstrade 0,04 und den zweiten lasse ich jetzt noch ein bisschen laufen. Da sind wir ja noch nicht so groß im Risiko. Wenn er weiter runterläuft, sind wir dabei und dann haben wir auch noch unser MTX-Signal dabei. Meine Damen und Herren, alle YouTuber wünsche ich natürlich hier weiterhin gute Trades. Wir verabschieden uns hier, bleiben im Live-Trading-Raum, aber auf YouTube sage ich dennoch gute Trades und dann bis morgen.